Es ist heute die erste Sitzung des sogenannten Kommunalforums. Das heißt, wir haben also hier Graz offen für alle Gemeinderäte, Samtgemeinderäte nach Amlinghausen eingeladen. Das Kommunalforum hat letztendlich als umfassendstes Gremium die Aufgabe, Zwischenberichte entgegenzunehmen. Ich denke, wir werden den heutigen Abend auch verstehen, was nachher das Thema Einheitsgemeinde, Samtgemeinde betrifft. Auch dazu haben wir gemeinsam inzwischen Parameter verabredet, wie wir in den einzelnen Rathäusern Informationen zusammentragen wollen, um hier auch einfach eine belastbare Faktengrundlage für Ihre weiteren Diskussionen zu schaffen. Unser Ziel ist es eben, Möglichkeiten der Zusammenarbeit bei der Veranlage von Steuern und Abgaben auszuloten. Denn in allen drei Gemeinden erheben wir eine Grundsteuer, wir erheben eine Gewerbesteuer, wir bekommen Bescheide vom Finanzamt, die wir in Steuerbescheide für die Bürger oder die Gewerbetreibenden umsetzen. Unser Ziel ist es eben, Möglichkeiten der Zusammenarbeit bei der Veranlage von Steuern und Abgaben auszuloten. Denn in allen drei Gemeinden erheben wir eine Grundsteuer, wir erheben eine Gewerbesteuer, wir bekommen Bescheide vom Finanzamt, die wir in Steuerbescheide für die Bürger oder die Gewerbetreibenden umsetzen. Alles, was möglicherweise in einen Veränderungsprozess hineinkommen kann, wird zunächst einmal untersucht hinsichtlich Wirtschaftlichkeit. Es macht überhaupt keinen Sinn, dass wir hier über Aufgaben, Fragestellungen nachdenken, die für unsere drei Samtgemeinden oder auch für die anderen Behörden zu einer Unwirtschaftlichkeit führen. Heute auch von uns erste Zwischenergebnisse nach zweimaliger Sitzung. Vorab die Anlagenbuchhaltung. Was ist das überhaupt? Ganz grob umrissen ist die Anlagenbuchhaltung die in der Kameralistik gängige Vermögenshaushaltsführung. Zusätzlich dazu dann die Abschreibung und Sonderposten. Also in der neuen Doppik werden wir die Anlagenbuchhaltung finden und Sie werden sie lieben lernen, das verspreche ich Ihnen. Am 1. Januar 2009 ist die Neuregelung des Personenstandsrechts in Kraft getreten. Kern der Reform ist das neue Personenstandsgesetz mit grundlegenden Neuerungen für die standesamtliche Praxis. Vor allem auf die elektronische Führung der Personenstandsregister und den Verzicht auf das sekundäre Familienbuch. Die gesetzlichen IT-Anforderungen des neuen PSTG, die unabhängig von einer elektronischen Registerführung bereits ab dem 01.01.2009 gelten, wurden von den Kommunen bereits umgesetzt und auch vollzogen. Es geht bei uns nicht unbedingt darum, die Zahlen, wie es zum Beispiel bei der Anlagenbuchhaltung oder bei den Steuerfällen der Fall ist, zu analysieren, sondern wir sehen uns auch so ein bisschen, das werden meine Kolleginnen und Kollegen aus der Projektgruppe sicherlich teilen, auch so ein bisschen als Kreativabteilung innerhalb dieser Steuerungsgruppe. Es geht darum, die Außendarstellung der Samtgemeinden für unsere Bürgerinnen und Bürger, für unsere Einwohnerinnen und Einwohner als Lebensraum, für die Wirtschaftsbetriebe als Wirtschaftsraum und letztendlich auch als Erholungsraum, wie wir uns sehen, hier in der Lüneburger Heide, letztendlich uns nach außen darzustellen. Wir müssen, glaube ich, anfangen, in Räumen zu denken. Und wir in unserer Projektgruppe fangen damit an, hier diesen ersten Schritt zu machen. Herr Narschtip, Sie sind ganz aufgeregt, weil Sie wissen jetzt nicht, was passiert, ne? Ich bin ganz aufgeregt, weil ich nur rot und gelb sehe. Da bin ich auf jeden Fall noch ein paar Farben. Also das hat mich viel mehr zur Zeit interessiert. Danke. Jetzt. Es hat funktioniert. Applaus für Herrn Eckhardt. Wir haben, wie es heute üblich ist, ruckzuck eine Website entwickelt. Und zwar nicht für richtig großen Orten, sondern es ist ein Baukastensystem, das mit Bordmitteln entstanden ist innerhalb weniger Tage. Ich danke an allen, die daran mitgewirkt haben. Hier sehen Sie Videos. Was bewegt Sie noch? Was haben Sie noch auf dem Herzen? Oder die Frage an Sie, gibt es aus Ihrer Sicht noch etwas, was zu sagen wäre? Bitte, Herr. Vielleicht bin ich heute der Beinsteller, auch weiß ich ein bisschen. Aber das wollte ich gar nicht. Der Vortrag war ja super. Er ist zwar nicht übertragbar für uns, weil doch die direkte Demokratie in der Schweiz weitaus mehr gepflegt wird und mit Sicherheit auch erfolgreich gepflegt wird. Und ich denke, hier könnten wir vielleicht einige Dinge mehr übernehmen, indem wir unsere Bürger stärker mitnehmen und nicht immer davon ausgehen, dass wir diejenigen sind,
die die Wahrheit gepachtet haben, sondern weitaus mehr und stärker in die Bürgerschaft hineingehen und von denen uns das Votum holen können. Vielleicht können wir auch mal so etwas wie eine Bürgerversammlung oder etwas Ähnliches praktizieren in den einzelnen Gemeinden. Den Nebenplatz, den Sie da eröffnet haben in puncto Einheitsgemeinde, ich denke, Sie haben nicht den Auftrag direkt dafür bekommen. Wenn Sie das aus einem Nebensatz oder ableiten, okay, dann ist es Ihre Sache. Ich weise nur darauf hin, dass hier im Rahmen der IKZ wir keine Beschlüsse fassen können, in keinem dieser Gremien, sondern dass einzig und allein in den Samtgemeinden darüber diskutiert werden muss und darüber dann auch Beschlüsse herbeigeführt werden müssen in den einzelnen Gemeinden und in der Gemeinde. Hier im Rahmen der IKZ können Sie im Grunde genommen sich nur ein paar blaue Flecken einhandeln, aber im Grunde genommen, denke ich, gehört das nicht hierher. Die Diskussion gehört in die Gesamtgemeinden hinein und in die Gemeinden hinein und der Bürger ist schwerpunktmäßig mitzunehmen. Danke. Vielen, vielen Dank. Natürlich wird es weitergehen müssen, darum auch in geeigneter Weise die Bevölkerung, unsere Bürgerinnen und Bürger einzubeziehen. Da sind wir uns alle einig. Die Untersuchung, ist das der richtige Begriff in Sachen Samtgemeinde, Einheitsgemeinde, die wir Ihnen vor 2 oder 2,5 Stunden vorgestellt haben, die soll Ende Mai abgeschlossen sein. Diese Untersuchung heißt ja im Rahmen des interkommunalen Zusammenarbeitsprozesses gewisse Kriterien gemeinsam zu bearbeiten, um sie dann in die jeweiligen Samtgemeinden, in die jeweiligen Gemeinden zu geben.